Ich verstehe das einfach nicht. Schläft man wenig, ist man fit. Schläft man viel, ist man müde. Zumindest geht's mir so. Und eigentlich weiß ich auch von vielen anderen, dass es denen auch so geht. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das so ist. Kann mir das mal irgendeiner erklären? Heute ist nämlich der Tag, nachdem ich die Toplist zu den besten Spielen 2015 fertiggestellt habe. Und ja, ich bin erst um 5:30 ins Bett in der Früh. Weil das Ganze so lange gedauert hat bei der Bearbeitung und bin aufgestanden um 12, glaube ich. Und ich fühle mich fitter als die gesamte Woche zuvor. Und da hatte ich mindestens 8 Stunden Schlaf. What the fuck? Naja, machen wir weiter mit Let's Play Super Mario Maker Online und dem Event-Level Mario Hügel. Stelle dich als Felinkrieger den riesigen Monstern der unerforschten Mario-Hügel und schlage dich vom Lager bis zum Zielpunkt durch. Genre Plattform Hunting Action. Was ist das? Da habe ich schon im letzten Part drüber gestaunt. Was ist das? Das muss ja auch wieder irgendein Product Placement sein zu irgendeinem Mobile Game oder was? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nintendo würde doch nicht zu irgendeinem billigen Mobile-Game ein Placement machen. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Ey, dieses Geräusch, wenn diese Ninja-Katze springt, das regt so auf. Mir fehlen die Worte hier. Was ist das? Warte, ich glaube, da unten ist ein Secret. Wo bin ich zur Hölle gelandet? Vor allem, es wurde ja nicht mal richtig erklärt, was wir hier eigentlich spielen. Bislang, wenn irgendwelche Level kamen von Menschen oder anderen Spielen, wurde immer erklärt, ja okay, komm, das ist jetzt von Paper Jam Bros. Und. Aber was ist das? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das was aus Monster Hunter ist, aber... Ha! Was? Nee, also absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Aber gut, dann haben wir jetzt hier... Ach, da steht's! Da steht's! Monster Hunter! Es ist Monster Hunter! Felin! Okay. Ja, warum sagt ihr mir das nicht gleich? Was ist das denn für ein Charakter? Was macht die denn da? Hier auf dem Bild sieht sie verdammt süß aus. Aber das Mario Maker Kostüm finde ich mega hässlich und gruselig sogar. Ich krieg richtig Angst. Ui, cool. Jerome Boateng hat mein Level gespielt. Übrigens, ihr seht schon, dieser Part ist jetzt mit dem neuesten Update. Heißt, wir haben jetzt Feuerkutschen, P-Switch-Türen, Bumper... Und es wird angezeigt, wer das Level zuerst durchgespielt hat, sowie wer den Weltrekord aufgestellt hat. Dieser Typ hier hat das Level in 14 Sekunden geschafft. Not bad, my boy. Gut, wir haben aber noch mehr hier. Nintendo Badge Arcade. Und ehrlich gesagt frage ich mich gerade, warum dieser Event-Level nicht als neu angezeigt wird. Ich habe ihn jedenfalls noch nie gespielt. Und ich spiele ihn auch heute nicht, da ich das Thumbnail brauche. Ihr wisst Bescheid. Stattdessen zocken wir Level von euch. Ich habe hier immer noch 3 meiner Abonnenten gespeichert. Und dieses Level hier haben wir das letzte Mal abgebrochen. Aus gutem Grund. Es ist sehr fies. Die Verstecke sind sehr, sehr fies. Es hat viel mit unsichtbaren Blöcken zu tun und so weiter und so fort. Haben mir zumindest Leute von euch gesagt, die das Ganze dann unter die Lupe genommen haben. Ich habe jetzt natürlich die Befürchtung, dass dieses Level hier ähnlich gemein wird. Aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Ich mag ja wirklich sehr, sehr gerne Level, bei denen man auch ein bisschen
rätseln muss und auch mal hängen bleibt. Aber wenn es dann gemein wird, ja, das muss nicht sein. Wie komme ich denn an den Block hier ran? Kein Schimmer. In jedem Fall brauche ich Bob Oms. Moment, machen wir uns erstmal den Weg einfacher. Bam. Und, ja gut, den nehme ich jetzt mit, den nehme ich jetzt mit. Zack. Vielleicht ist es ja möglich, mit einem Bob Om diesen Fragezeichenblock zu treffen und den Inhalt zu bekommen. Mal schauen. Ich lasse den Bob Om mal so weit kommen wie möglich. Okay. Ja. Oh, es war nur ein Pilz. Toll. Ich habe mir jetzt eine Feder oder sowas erhofft. Aber nein. Übrigens, lustiger Fun Fact zu Super Mario Maker. Es wurden bereits über 3 Millionen Bowser in die Level platziert. Krass, oder? 3 Millionen. Alter, please. Mario, danke. Ja. Also das Level kann man auf jeden Fall auch nicht einfach so im Handumdrehen abschließen. Hier wird auch wieder einiges verlangt. So. Okay. Let's do this. Komm, komm. Ich weiß noch nicht mal, ob das richtig ist, was ich hier vorhabe, aber ich probiere es halt. Was heißt nein? Ja, aber ich brauche doch hier einen Bob Omb. Und hier ist nichts. Ich komme da auch nicht rüber. Wenn ich da springen würde, ich würde definitiv sterben. Was können wir denn tun? Gibt es irgendwo einen... Ich glaube, ich hätte das Trampolin mitnehmen können oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Ich gebe auch hier wieder auf. Wenn ihr wirklich knifflige Level spielen wollt, dann zockt die von dem. Dafür haben wir aber auch ehrlich gesagt gar nicht die Zeit in einem Let's Play. Ich habe das jetzt hier mal angeteasert und die Level-ID wurde ja sogar schon eingeblendet, habe ich gesehen. Ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. Also wer kniffeln will, findet hier erneut ein solches Level. Da hat er noch andere, die schauen ein bisschen schlechter aus, aber die zwei hier, da seid ihr mit Rätselspaß versorgt. Weiter geht's mit dem Dude hier und was der so anbietet, scheint auch alles andere als eine chillige Angelegenheit zu werden. Pal Wanders Puzzle Dungeon. Also noch mehr Rätsellevel. Oh yeah! Und da seht ihr, die Level-ID wird ab jetzt endlich immer angezeigt. Wow, Nintendo. Wow! Nach 4 Monaten kommt ihr tatsächlich auf die Idee, die Level-ID automatisch anzeigen zu lassen. Zumindest beim Beginn des Levels. Ich kann es ja nicht fassen. Das ist ja so geil. Wow. Kurze Frage, wie soll man das schaffen hier? Weil ich kann ja nicht auf den Kreissägen spinnen. What the hell? Was sind das denn für Level, auf die wir heute stoßen, Mensch? Hier ist auch nichts versteckt. Hat hier jemand einen Plan? War ich zu langsam? Ah ja, ich war zu langsam, verdammt. Ich weiß. Ich kann auf den Kettenhunden spinnen. Oh! Und wenn ich so langsam bin, dann sind schon alle Kettenhunde an der linken Wand und es kommen keine mehr nach. Das war das Problem. Ah,
Mann, aber die Mancha, Alter, die Mancha. What the fuck? Dieser Level beginnt ja schon völlig krank. Komm, 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 please, please. Und warten wir mal auf den dritten Hund. Vielleicht wird's mit dem einfacher. So, jetzt? Weil jetzt ist der Mancha auch schon... Nein, ist er nicht. Kommt er zurück? Nö. Kommt ein vierter? Ja, danke. Nee, ich habe gedacht, der Mancha ist dann schon weg. Ist er aber gar nicht. Hä? Wieso denn? Ja, was ist das denn? Ich hab doch nichts gemacht. Komm. Lass mal's. Die Idee ist ziemlich geil, aber manchmal wird man von der Kreissäge getötet, obwohl man auf dem Kettenhund ist und das ist nicht so toll. Schade! Ich bin mir sicher, das Level ist cool. Aber das hier schaut auch gut aus. Castle of Giants. Hard. Hard, also. Ja. Ich habe in diesem Part aber auch nichts anderes erwartet. Ich glaube, heute kommen wirklich nur absolute Hardcore-Level dran und ich denke, wir werden kein einziges davon schaffen. Ja. Okay. Ich, Komm rüber, bitte, komm rüber. Ja! Auf den ersten wäre ich nicht draufgekommen, auf den hier schon. Jetzt geh zurück. Geh bitte weiter. Und du stirb nicht. Nein, 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 nein. Weiter, weiter, weiter. Schön weiter. Wenn einer von euch jetzt stirbt, dann bin ich auch tot. Ja, okay, gut. Jetzt kann es mir egal sein. Ah. Ein sehr, sehr cooler Beginn wieder einmal. Aber ein Pilz wäre eine ziemlich epische Sache. Oder ein Checkpoint. Ja, ich will wirklich nach 10 cm schon einen Checkpoint. Kommt jetzt wirklich schon wieder dieser Mist mit dem Kettenhund und der Kettensäge? Und dann noch Feuer dazu? Da komme ich niemals durch. Niemals. Ich wäre sowieso gestorben. Das Feuer ist jetzt gerade am Kommen. Leute, was macht ihr denn für Level? Und wie habt ihr das bitte schön selbst geschafft? Was habe ich denn hier für Freaks geedit, Alter? Die Level hat auch sonst noch keiner geschafft. Christmas is coming. Ja, das stimmt. Komm, das ist jetzt aber mal ein chilliger Level. Man kann doch kein Weihnachtslevel machen und es dann skrupellos gestalten. Das geht nicht. Das ist herzlos. Da, 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 da. Deswegen muss dieses Level jetzt schön chillig sein. Fireflower. War das ein Tannenbaum? Ich glaube, es soll einen Tannenbaum darstellen. Ja! Cool. Boah, der ist aber groß. So einer steht immer in der Stadt, ne? Beim Rathaus. Also zumindest bei mir ist das der Fall. Diese riesigen Oschis, ey. Das nehme ich mal mit hier. Oh, ich hätte mir einen Schuh gönnen können. Was steht da? Irgendwas stand da, glaube ich. X-Mess oder sowas. I don't know. Ba-bam, ba-dam. Was soll denn das eigentlich darstellen? Wie platzieren die eigentlich immer die Checkpoints so schräg? Oder geht das nur an Röhren? Ich weiß es nicht. Hab mich nicht so sehr mit dem Baukasten beschäftigt in letzter Zeit. Leider keine Zeit. So ist nun mal das Leben. Denn ein Level braucht sehr viele Stunden Entwicklungszeit. Zumindest wenn es gut werden soll. Da, 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 da. Achso, hier. Goal! Jetzt gehe ich in die Kirche oder was? Soll es eine Kirche sein? Alles klar.
Den Checkpoint hätte es noch nicht mal gebraucht, ehrlich gesagt. Das Level war wirklich nicht schwierig. Und ich bin froh, dass ich doch ein Level in diesem Part geschafft habe. Ui, was ist das? Irgendwas mit Mario Kart. Mario Kart! Wahrscheinlich dieser coole Track von Super Mario Kart. Der Haupttrack, oder? Nee, ist wieder so ein Automatikgedöns. Ich weiß, es stand auch im Titel, aber manchmal steht es auch bei Musikleveln im Titel, deswegen. Hä? Wann habe ich mich... Hä? Wann habe ich mich denn bewegt, Alter? Verarsche. Betrug! Das lasse ich mir nicht bieten. Ha! Jetzt stehe ich da als Weltrekordhalter. Ja! Hänsel und Gretel, bitte was? The Secret of the Pharaoh. Wow. Zeig mal her. Das sieht epic aus. Wir könnten hier schon in die Pyramide gehen, oder? Wir gehen weiter. Ha! Und finden eine Blume, die uns das Leben in der Pyramide mit Sicherheit erleichtern wird. So kann ich die ganzen Mumien verbrennen. Oh, oder auch nicht, denn es sind Knochen trocken und die haben leider feuerfeste Knochen. Na ja, gut, alle Knochen sind feuerfest, oder? Mir wäre jetzt jedenfalls nicht bekannt, dass man Knochen verbrennen kann. Alter, was ist das hier? Mann! Hey, ich wurde jetzt zweimal von Fallen überrascht. Scheiße. Aber wie kann man auch so naiv in eine Pyramide gehen wie ich? Ich habe den Eindruck gemacht, als bin ich hier gerade auf Shoppingtour in New York. Oh, Checkpoint, please, please. Den müssen wir erreichen. Komm, komm, komm. Yeah. Und das Level ist wenigstens sozial gehalten. Man bekommt hin und wieder mal ein Power-Up. Es ist nicht zu übel. Oh. Gerade sagt er's und dann kommt sowas hier. Das muss ich hier... Ach so. So. Alles klar, my boy. Let's go. Ja, ein Pyramidenlevel gab es auch schon in Super Mario Bros. 3. Also Nintendo kam auch schon auf die Idee. Das war damals aber mehr so ein Höhlenlevel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hier ein besseres Höhlenfeeling. Quatsch, Pyramidenfeeling meine ich. Sorry. Also es kommt sehr gut rüber. Auch mit den Fallen. Es ist sehr gut inszeniert. Ich mag das Level. Ja, ist gut, komm. Nee! Wie viel Pech kann man noch nicht haben? Aber ich bin immer noch so unvorsichtig. Warum? Liegt es an den Haferflocken, die ich gegessen habe? Ach du Scheiße! Oh, nette Idee, weil der Kame kann mit seinen Zauber-Playstation-Angriffen die Wände ja zerstören. Das baut schön Druck auf. Was haben wir jetzt hier? Ein One-Up? Würde passen. Eine Tür. Wo führt die mich hin? Ah, zu einem Ultra-Secret-Room mit 1000 One-Ups und einem Stern. Schön. Das ist dann wohl die Schatzkammer gewesen. Und da ist ein Kaktus. Sehr, sehr geil. Na, das hat doch auf jeden Fall einen Stern verdient. Sehr, sehr gutes Level. Mag ich. Was war das für ein Ton? Ach so, weil ich einen Rekord geschafft habe. Okay. Und der Neustart-Button müsste auch neu sein, richtig? Gab's vorher auch nicht. Jetzt kann man auf umständliche Art und Weise ein Level direkt neu starten. Sehr schön. Hast du noch etwas, was uns interessiert? Ah, diese Bäume sehen auch schön aus. Fast Food Paradise.
Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber mich auf jeden Fall. Was geht? Yay! Ein leckerer Burger, was könnte das denn sein? Zwei Lagen Fleisch und dann... Was ist das in der Mitte, bitte? Das könnte Kartoffelpuffer sein. Dann ist es dieser Bacon Tower von KFC. Das ist der Cheeseburger von Maggis. Nochmal ein Bacon Tower. Der ist ein bisschen länger, ne? Das könnte der Long Chicken sein. Das ist jetzt mal ein Big Tasty. Ein Whopper. Der lange Chicken Burger von McDonald's. Keine Ahnung, mir fällt gerade der Name nicht ein. Grillgourmet Chicken von KFC. Boah, Alter, ich könnte so krass Geld von denen verlangen für dieses Product Placement hier gerade. Spaß. Ist ja keins. Leider. Hey, die Blume ist cool. Die Blume ist der Salat. Oh, scheiße. Und der Typ, das war dieser McDonald's-Clown. Der Böse. Warte, wo geht's hier jetzt weiter? Okay. Ah, Ziel. Lalalalal. Lustig auf jeden Fall. Na schön, im nächsten Part machen wir dann weiter mit Event-Leveln und weiteren Sachen von euch. Tschüss.